Wie jeden Sonntag ist auch heute wieder einmal Sonntag. Die Uhr zeigt 11.57 Uhr an und No Idea ist mal wieder voll gestresst. Ah, wo habe ich die denn nur hingelegt? Verdammt, ich habe keine Zeit mehr, komm schon! Wir alle wissen ja, wenn der 34. Sonntag im Jahr nach einem Vollmond kommt und die Ratte im Sternbild des einbeinigen Löwen steht, dann ist es wieder Zeit für No Idea, ein neues Video hochzuladen. Doch dieses Mal scheint es ein Problem zu geben. Scheiße, wo habe ich diese verdammte Synchro denn hingetan? Mann! Akio Synchro! Ach, komm schon. Tja, es sieht so aus, als ob der gute No Idea sein allerneuestes Stück verschlammt hätte. Er hat nun also zwei Möglichkeiten. Entweder er gießt die 5 Liter Benzin über seinen PC, den er für solche Fälle vorsichtshalber immer daneben stehen hat, und zündet ihn an. Oder er begibt sich auf die Suche nach der verschollenen Synchro. Selbstverständlich entschied er sich für Letzteres, da er seinen PC über alles lieben tut. Ey, Moment, halt, was machst denn du da? Ich hab gesagt, du entscheidest dich dafür, auf die Suche zu gehen. Ach so, aber jetzt habe ich schon angefangen. Jetzt will ich auch irgendwas anzünden. Ja, okay, das kann ich natürlich verstehen. Nimm doch einfach die Katze da. Für wie blöd hältst du mich? Die geht an die Vorhänge und dann ist die ganze Kacke richtig am Dampfen. Und meine Bude auch. Moment, ich habe eine bessere Idee. Ein paar Sekunden später. War eine super Idee, von hier in den Grill anzuzünden. Kriege ich nochmal die Barbecue-Soße? Hier, bitte. Aber wollten wir nicht noch irgendwas machen? Was heißt denn hier wir? Nee, ich bin nur der Erzähler, einen Scheiß mache ich. Ich komm grad nicht drauf, was war das denn nochmal? Genau! Nachdem wir also seine Wäsche gewaschen und die Fenster geputzt hat, fiel ihm wieder ein, dass er nach seiner Synchro suchen wollte. Jetzt kommst du damit raus? Das hättest du mir auch früher sagen können. Ja schon, aber dann hättest du nicht endlich mal deine Wäsche gewaschen, die hier schon seit Wochen rumliegt. Ey, du bist der schlimmste Mitbewohner, den ich je hatte und ich habe schon mit der Synchronstimme von Bruce Willis zusammen gewohnt. Du willst gar nicht wissen, was der für Werbung gemacht hat, ja? Um 3 Uhr nachts. Das besprechen wir noch. Aber egal, wir müssen, also ich muss diese verdammte Synchro finden. Mal überlegen, wer könnte mir dabei helfen? Sherlock Holmes? Nee, der ist Brite. Mit den 3 Fragezeichen führe ich immer noch diesen Rechtsstreit wegen meines Profilbildes. Da gibt's eigentlich nur eine Möglichkeit. Los, sag es. Letztendlich entschied sich No Idea dafür, erst noch das dreckige Geschirr abzuwaschen. Was? Nein! Ach, du bist nutzlos. Ab jetzt mache ich alleine weiter. Nee, die einzigen, die mir dabei helfen können, sind natürlich meine über alles geschätzten Abonnenten. Du Doofmann. Das war jetzt gemein. Also, liebe Abonnenten und Menschen, die zufällig gerade auch vorbeigekommen sind. Wir machen das jetzt ganz klassisch wie bei diesen Zeichentricksendungen für Kinder. Habt ihr Lust, mir dabei zu helfen, meine neue Synchro wiederzufinden? Aber anstatt jetzt ganz laut Ja zu rufen, klickt ihr einfach hier auf einen dieser tollen Buttons. Ey, ich mein's ernst. Komm schon, die Entscheidung kann euch jetzt echt nicht so schwer fallen, oder? Da gibt's nur eine richtige Antwort. Jetzt drückt schon irgendwo drauf, Mann!